Einen wundervollen guten Tag, meine lieben Freunde von nah und fern, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Magic Awakened mit mir, dem Dougie LP. Und es ist gerade einfach das perfekte Wetter, um Harry Potter Magic Awakened aufzunehmen, denn es gewittert draußen, und zwar wie blöd, Blitze donnern, und falls ihr es im Hintergrund krachen hört, wisst ihr jetzt auf jeden Fall den Grund dafür. Wir befinden uns hier gerade, wie man unschwer erkennen kann, in Hogwarts, und wir haben heute wieder einige Aufgaben vor uns, und insbesondere muss ich euch mal ein kleines Status-Update geben, denn ich habe einige Zeit im Off verbracht und mich ein bisschen aufgelevelt, beziehungsweise, ja, bin ich jetzt hier, ich weiß nicht, meine Kamera überdeckt das hier, glaube ich, so ein bisschen, bei 881 Beliebtheit, was, glaube ich, schon mal sehr gut ist. Vielen Dank an alle, die da einen Daumen nach oben lassen. Aber was noch cooler ist, ich bin aktuell Rang Gold bei bei Spitzenzauberer und Rang Platin bei beste Partner. Und das ist etwas mega, mega cooles, wofür ich jetzt sehr viel gearbeitet habe. Aber damit bin ich tatsächlich relativ weit hinten in unserem DA 1.0 Team. Denn auch dort hat sich einiges getan, was ich euch an der Stelle erstmal zeigen möchte. So, deswegen gehen wir mal eben zum Teamraum. So, Rang willkommen in Hogwarts. Genau, da kriegen wir jetzt bald irgendwie hier diese Belohnungen. Wir sind nämlich schon ziemlich gut. Wir sind aktuell Rang 195 in ganz Europa. Das ist, glaube ich, ein sehr krasses Aushängeschild. Aber auch sonst sind wir gar nicht mal so verkehrt unterwegs. Wir können ja hier auch nochmal eben gucken. Das hier ist die aktuelle Rangliste. Ich bin nur Platz 12 von 50 hier in unserer DA 1.0 Gruppe. Aber wir haben hier zum Beispiel Skyflame, die ist Rang Diamant. Und wir haben eine zweite Person, die ist auch noch Rang Diamant, nämlich der Philipp hier. Ansonsten haben wir hier ein paar auf Platin, aber auch noch viele, die da ein bisschen sich aufleveln müssen. Genau, Leute. Und ich habe zuletzt hier auch ein paar, ja, aus der Gruppe rausgenommen. Ich hoffe, die nehmen mir das nicht krumm, weil sie halt wirklich seit ewigen Tagen, Wochen nicht mehr gespielt haben, eigentlich nur in die Gruppe reingekommen sind und dann nicht mehr online waren. Und die habe ich jetzt rausgenommen und habe einige neue mit reingetan, die auch schon einiges an Aktivität hier zeigen. Genau, soweit erstmal der Stand, Leute. Salazaria bittet mich um ein Duo-Duell. Können wir uns leider gerade nicht erlauben. Oder vielleicht doch? Ach, kommt, Leute, ein Duo-Duell. Ach, das... Hä? Okay, sie hat... Okay, es geht wohl anscheinend doch nicht. Okay, dann machen wir es anders, Leute. Ich würde auch nochmal gerade eben in meinen Bereich gehen. Ich muss mal eben hier den aktuellen Stand nochmal abchecken. Was geht jetzt? You're staring at that wall like you're expecting it to sprout wings and a tail. It's nothing really. It's just I could have sworn this room used to be much bigger. Oh well, I'm probably just misremembering. I wouldn't be so sure about that, Gossamer. Corsa was telling me that after Simon's death, the headmaster wanted to deter other students from practicing unsupervised or forbidden magic in the clubhouse. He had many of the rooms sealed or hidden away. Apparently, the vanished sleeping dragon was his doing too. So you think this wall might be a fake? Only one way to find out. Revelio. Oh, komm schon. Vergrößern wir jetzt. Hä? Was war das jetzt? Jetzt habe ich Revelio gezaubert, aber irgendwie... Was sollte man mir denn diese Zwischensequenz gerade zeigen? Hm. Vielleicht kann man diesen Raum wirklich nochmal ein bisschen vergrößern. Aber fragt mich wie. Ja, so ist aktuell der Stand, Leute. Haben wir ja in den letzten Folgen hier so ein bisschen eingerichtet. Finde ich auch aktuell sehr schön. Aber da muss natürlich noch viel passieren. Hä, aber was war denn das jetzt gerade? Gossamer, was war denn das? Raumverwaltung, Einführung in den Zaubererbereich. Was ist Raumverwaltung? Ah, deinen Bereich erweitert. Ach, wie cool. Wir haben verschiedene Raumerweiterungen, die wir da hinzufügen können. Und wir haben hier auch eine Kapazität von 200 Gegenständen. Sind aktuell bei 21. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, dann machen wir das doch mal direkt. Oh. Maximale Stufe erreicht. Schnelles Schließen. Ja, was? Bestätigen alle Möbel. Nee, warte, ich will gar nicht. Nee, ich lasse das lieber, Leute. Keine Ahnung, was das bewirkt.
Wir können auch noch einen Raum 2, 3 und 4 freischalten, aber anscheinend doch erst später. The wall was an illusion. Cosima, are you crying? Oh, yes, but don't worry. They're happy tears. I think it's just finally sinking in that we're actually going to see Gwydion's dream. All right, that's enough mushy stuff. After all, we have all this extra space to decorate. So let's get to it, shall we? Oh, ja. Ich mag Gossamer immer so sehr, sehr gerne, Leute. Oh, cool, guckt mal. Ach so, das ist kein zusätzlicher Raum. Der ist einfach wirklich ein bisschen vergrößert worden. Dann stehen meine ganzen Sachen nicht mehr an der Wand. Oh. Ah, wie cool. Okay, gut, dass wir das gemacht haben. Da werde ich auf jeden Fall in Zukunft noch mal ein bisschen Auge drauf werfen, damit wir den immer schön auf, ja, die nächste Stufe bringen. Also dreimal können wir ihn noch vergrößern. Ey, dann ist das ja ein riesiger Saal am Ende. Wahnsinnig gut. Okay, gut, Leute. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Und gucken uns mal an, welche Aufgaben bevorstehen. Wir haben ja einerseits hier unsere Hauptstory-Quest und wir haben hier Tagesaufträge. Schließe Jahrbuch-Story 1 bis 5 ab, schließe alle Wochenaufträge ab. Ja, Wochenaufträge gucken wir uns mal gerade ganz kurz an. Ach, warte mal, Saisonaufträge. Da kann ich, glaube ich, irgendwas abholen. Zumindest wird mir das da angezeigt. Das ist so ein roter Punkt. Was soll ich mir denn hier abholen können? Da ist doch nichts zum Abholen. Wahrscheinlich sagt er mir nur, dass da irgendwas zu machen. Ach doch, da oben! Ha! Was auch immer das ist, eine Auslage mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich kann ich da, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich kann ich da irgendwelche Süßigkeiten in meinem Bereich aufstellen. Cool. So, nee, Predi, sorry, gerade keine Zeit, denn wie gesagt, wir gucken uns jetzt erstmal unsere Wochenaufträge an. Genau, da haben wir unsere Wochenaufträge, die Jahrbuchstory. Und, ach so, ja, logisch, ja, da müssen wir nur noch die Jahrbuchstory erledigen. Aber dafür müssen wir ja nur noch die Hauptstory, ne? Dann machen wir das mal. Rede mit Kevin im Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Genau. So, Leute, es sind jetzt einige Wochen vergangen, seit dieses Let's Play läuft. Und ich habe nichts an meiner Motivation und an meiner Freude für das Spiel verloren. Ich bin tatsächlich ein riesiger Suchti geworden. Vielleicht, um euch das nochmal gerade ganz kurz zu zeigen. Ich bin aktuell bei 340 Duo-Duellen und 143 Einzelduellen. Also die Duo-Duelle machen mir deutlich mehr Spaß. Aber auch da, glaube ich, ist das nicht aktualisiert. Meine durchschnittliche Siegrate ist ein bisschen runtergegangen. Da muss ich ein bisschen wieder nachsetzen. Ich finde 56% echt nicht gut. Das ist ein bisschen mehr als das Doppelte. Also, ein bisschen mehr als jedes zweite Spiel gewonnen. Aber, ja, ich fand das vorher mit 70% deutlich angenehmer. Naja, gut. So, hallo Kevin, was geht? Interagieren, verhexte Schneebälle, ja. Hey Kevin, studying hard as usual, I see. Yes, well, no, actually. I'm hiding from Robin. She wants to have another snowball fight. Ah, I see. And I get it. Daniel and I took a beating yesterday ourselves. I wish my snowballs were half as accurate as hers. I don't think Robin missed us once. That's because she bewitches her snowballs to always hit their target repeatedly. It's very effective and painful. But don't bother looking for the charm in any of these books. I think she learned from the fellow who owns the joke. Do you mean Weasley's Wizard Weezes? I might have to pay them a visit. Was passiert da im Hintergrund? Man hört die ganze Zeit nur Explosionen und so. Oh, aha, ja, logisch. Die machen hier, ja, genau. Oh, hallo Olympia. Was geht denn da ab? Hä, warte mal, das ist doch eine Online-Spielerin. Wie kann die denn hier Zauber wirken? Naja, Fragen über Fragen. Alles klar, Leute. So, wir haben jetzt eine Aufgabe bekommen. Irgendwie müssen wir bei Weasleys zauberhafte Zauberscherze vorbeischauen. Oh, und müssen mit George Weasley vor Ort reden. Ja, dann. Ich meine, wir haben den ja schon kennengelernt. Der müsste mir ja eigentlich noch, also der müsste sich ja eigentlich an mich erinnern. Schauen wir mal. Für alle, die es interessiert, die Weasley-Zwillinge, also Zwillinge in Anführungszeichen, jetzt nicht mehr, sind äußerst erfolgreich mit ihrem Scherzartikelladen geworden. Sehr wohlhabend sogar auch. Und ja, das ist, denke ich mal, eine Zukunft, der man George nur wünschen kann.
die man George nur wünschen kann. Ich kann heute nicht mehr reden, Leute. Gut, alles klar, waren wir hier eigentlich schon mal drin? Ich persönlich glaube nämlich nicht. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn wir irgendwo noch nicht waren. Dreimal dürft ihr raten. Genau, nein, Silvia, leider gerade keine Zeit. Das bedeutet, dass hier vielleicht irgendwo Geschenke versteckt sind. Geschenke, Geschenke, da leuchtet. Ach so, das ist einfach nur, dass ich George ansprechen soll. Und hier komme ich leider nicht nach oben. Okay, hier sind keine Geschenke. Schade drum. Excuse me, Mr. Weasley? Ah, another studious young customer. Looking to skive off lessons, are we? For that, I'd suggest a fever fudge. Ist das die Original-Synchronstimme? Also ist es James oder Oliver Phelps? Ich weiß nicht mehr, wer wen gespielt hat, sorry. Or perhaps a nosebleed nougat? No? Well, nothing makes a scene quite like puking pastels. No, sorry, nothing like that. I was hoping you could help me with a charm. I heard you might know how to bewitch snowballs. You did you? Well, I suppose I might have dabbled in the frozen arts when I was younger. Ja, da kann Professor Quirrell bzw. Voldemort ein Liedchen von singen. Der eine oder andere weiß von euch Bescheid. Nothing says Happy Christmas like a fat snowball to the back of the head. Ja, die beiden haben nämlich Quirrell mit Schneebällen beworfen auf den Hinterkopf und ihr wisst alle, was auf seinem Hinterkopf abging. That's exactly what I need. Could you teach me the charm? I tried learning it on my own, but none of my snowballs came close to the target. The secret to a charm like this is practice. That and a desire to partake in a little mayhem, of course. Mhm. Hey, guck mal, die Figur sieht gar nicht mehr aus wie Umbridge da im Hintergrund. Das war mal eine Figur von Umbridge. If you like, interessant. I can give you a few tips. Ja, really? Gerne. That would be wonderful. Alles klar, Leute. So, jetzt gibt uns der gute George Weasley ein paar Tipps. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Denn es gibt eine sogenannte Schneeballkarte. Das ist eigentlich eine ziemlich geile. Die habe ich aber bisher noch nie selber genutzt. Ein paar Mal wurde die gegen mich eingesetzt. Und zwar schickt man da so einen Schneemann auf den Gegner drauf. Und der wirft dann irgendwie Schneebälle. Fragt mich, was das für ein Effekt ist, den die Karte hat. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich rausfinden. So. Ach so, und wir müssen uns einen Kampf liegen. Ja, dann zeigt er uns jetzt locker die Karte. Was? Toll, ich muss irgendeine Erweiterung runterladen. Und wow, dafür kriege ich 100 Münzen. Ja, dann habe ich nichts gesagt, Leute. So, alles herunterladen. Oh, yay, Leute. Oh mein Gott. Hä? Wo kommen jetzt die ganzen Geschenke her? Also nicht, dass ich da was gegen hätte, aber... Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, lädt das mal eben runter und wir sehen uns direkt wieder, wenn das Ganze fertig ist. Bis gleich. Oh, das ging schnell. Anscheinend musste ich das nicht komplett runterladen, weil ich war noch nicht fertig damit. Erlaube mir, dir die Einsatzmöglichkeiten von verhexten Schneebällen zu erläutern. Verhexte Schneebälle fügen dem ersten Gegner auf ihrem Weg Flächenschaden zu und verlangsamen ihn. Los, stell dir die Feuerwerkskiste als Gegner vor und versuche einen Treffer zu landen. Okay. The Witch Snowballs. The Witch Snowballs. Was für ein Treffer. Ja, jetzt hat man da nämlich diesen Schneemann. Und was bringt das jetzt? Übung macht den Meister. Versuche alle Feuerwerkskisten nacheinander zu treffen. Ja, easy peasy, Leute. The Witch Snowballs. Zack. Zack. Ausgezeichnet. Wirklich. Oh, okay. Wenn er sagt, es ist wirklich ausgezeichnet ist, dann glaube ich das auch. Na schön, verhexte Schneebälle sollten ein Klacks für dich sein. Aber man kann es nie wissen, bis man es wirklich mal ausprobiert. Oh, ein Duell gegen George Weasley, Leute. Besiege George. Ja, ich schicke dich jetzt zu Fred, mein Lieber. Ist das pietätlos? Ich weiß es, ey. Lauf doch nicht weg. Was ist mit dir? The Witch Snowballs. Ah, jetzt liefern wir uns eine Schneeballschlacht gegen den. Ich glaube, ich bin nicht ganz so gut, aber ich habe mehr Leben. Das bringt mir gewisse Vorteile. So. So, Freundchen. Zack. Und dann nochmal ein Hit und dann war's das mit dir, George. The Witch Snowballs. Ja.
gewonnen, würde ich sagen. Das war jetzt nicht die allergrößte Herausforderung. Passiert, wenn man so viel im Off spielt. Hust, hust. Aber eine Schneeballschlacht im Hochsommer ist auch mal eine nette Abwechslung, muss ich sagen. Merlin's beard, kid. You're a natural. I'd hate to come up against you on the snowfield of battle. Your instruction made all the difference, Mr. Weasley. Thank you so much for your help. I'm the one who should be thanking you. Oh? Why's that? I haven't played in the snow in ages. I forgot how much fun it is. And, funny thing, you're not the first Hogwarts student to ask about bewitching snowballs. I know. That's why I'm here. I'm tired of being on the receiving end of Robin's perfect strikes. Ja, und von den anderen 1000 Spielern, gegen die ich schon gekämpft habe und die mich mit Schneebällen abwerfen mussten. Ja, ich meine dich, du, der das schon mal vielleicht gemacht hat. Ha! Well, after today, you won't have to worry about that. She'll never see it coming. Now, how about a skiving snack box? For you, 50% off. 50% Rabatt? Die haben aber eine Marge hier. Will gar nicht wissen, wie die Gewinnmarge von den anderen Produkten ist, wenn er mir einfach 50% geben kann. So einem random x-beliebigen Nonsense-Schüler, wie ich einer bin nun mal. Das muss man dem Spiel aber auch zugute halten. Bisher habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich ein Mary Sue-Charakter bin, wie es bei Hogwarts Legacy oder Hogwarts Mystery der Fall war. Ich bin einfach ein ganz normaler Normalo-Zauberer. Und das finde ich richtig, richtig nice. Ja. So, Leute, gut, die Aufgabe haben wir damit, glaube ich, geschafft, obwohl... Ja, doch, hier, unser Geschenk müssen wir natürlich noch abholen. Locker, wir kriegen jetzt, genau, die Schneeballkarte. So, und jetzt müssen wir uns zum Raum der Wünsche begeben. Müssen wir? Müssen wir anscheinend. This is it, my friends. Inside this room, you'll find the Book of Admittance. I do hope it provides you the insight you seek to prove your friend's innocence. I hope so too. That was a lot of stairs. Oh, it's locked. Say, Cosmo, do you know how to get inside? Use the key. Good luck. That's an odd place to store a key. Too bad Ivy isn't here. We could use her aim. Oh, wir kommen in den Raum der Zulassungen, Leute. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden das Buch finden, wo die ganzen Schüler aufgelistet werden, die einen Brief von Hogwarts bekommen. Und ich glaube, doch in Hogwarts Legacy hat man den tatsächlich sogar mal kurz gesehen. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt hier auch nochmal darauf eingehen. So, dafür müssen wir aber erstmal hier einen fliegenden Schlüssel kaputt kriegen. Das ist nicht die allergrößte Herausforderung ist. Wir schicken jetzt hier nochmal ein paar Bomben mit rein, damit unsere Einheiten ein bisschen mehr Schaden fabrizieren. Dass das Ding nämlich schneller down als ich freizählen kann. So. Und es ist erledigt. Das war einfach. Yay. Natürlich die obligatorische Verbeugung. Und damit haben wir einen Ladebildschirm vor uns. Turmzimmer, da sind wir, Leute. These dates are more recent. We need to go back a few years, so... Wait! Don't touch it. My mother told me that no one, not even a professor, has ever touched the book. Just say the name out loud. Hello, book. Can you show me Ivy Warrington? There! Ivy Warrington. But I don't see another Warrington. True, but look at the date. At only 7 years ago. That must be when Ivy first exhibited magic. Her sister might have shown an aptitude for magic at a different age, so her name might be on another page. But we don't know her first name. How will we find her if we can't touch the pages to turn them? Nur Warrington rufen vielleicht? Try another name, one we do know. Show me Daniel Page. There you are, and there's me. And Robin too. Try Lottie. Show me Lottie Turner. Wow. Lottie exhibited magic at a very early age. There. Three names above Lottie. Winifred Warrington.
WW, like on the trunk. That must be Ivy's sister. She does exist. Not anymore. Ivy made her disappear, remember? Cassandra, what are you doing here? I followed you to make sure Ivy gets what she deserves. You didn't think I showed you that Quibbler story to help her, did you? We don't care what you think. We'll take care of Ivy. Huh. She's dangerous and should be expelled. I've had enough of you! Flipendo! Huh? There! Now it's just you and me. Fine by me. Was ist denn mit dem passiert? Der ist einfach umgeknickt, als wäre er tot. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, dieses Duell können wir... Was? Ja, also nein. Was ich sagen wollte, Leute, diese Nebenmissionen oder diese Hauptstory-Missionen sind es ja eher, dauern immer ziemlich, ziemlich lange. Und wenn ich die jetzt komplett durchspielen würde, dann wäre die Folge über 40 Minuten lang. Ist halt immer schwer irgendwie abzuchecken. Vielleicht lerne ich das auch mal ein bisschen besser zu timern. Wir werden diese Mission in der nächsten Folge weiterspielen. Und ich bin mega gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, also vor allem auch, was ist mit diesem Warrington, also mit diesem Winfried Warrington auf sich hat, ist dann ja wahrscheinlich der Vater, oder? Ja, und ob Ivy jetzt wirklich eine Schwester hat oder nicht, werden wir herausfinden. Nächste Folge werde ich mir dann auch noch ein paar Duelle liefern gegen andere Leute und ja, natürlich auch gegen euch da draußen, ne? Deswegen, ich bin mal gespannt, wer da alles online sein wird. Checkt auch gerne meine Livestreams zu Magic Awakened ab. Die kommen jetzt regelmäßig immer einmal die Woche. Aber ja, das seht ihr ja immer in den wöchentlichen Livestream-Plänen. In dem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Ciao, Leute.